Wenn wir uns mit dem Thema Remote Selling beschäftigen, also das Verkaufen auf Distanz, erfolgreich verkaufen im Online-Meeting, da kommt immer wieder die gleiche Frage von den Teilnehmern und die lautet, soll ich meinen Hintergrund virtuell gestalten, also soll ich das nehmen, was irgendwie Teams und Zoom und wie sie alle heißen mir vorgibt, oder ist es empfehlenswert, mein Homeoffice zu zeigen und damit auch ein Stück weit mich selbst zu zeigen? Eine sehr spannende Frage, meine Meinung bekommst du wie immer nach dem Intro. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist. Und die spannende Frage, wie gestalte ich jetzt meinen Hintergrund und wie ist allgemein das Setting, wenn ich im Online-Meeting mit meinen Kunden spreche, egal ob es jetzt Neukundengewinnung ist oder Bestandskundenpflege, wie sollte das optimalerweise aussehen und was kannst du mir da empfehlen? Das ist eine Frage, die kommt immer wieder, diesmal hier aus der Community, also vielen Dank für die Frage. Und ich will mal starten mit den drei Ebenen, in denen wir kommunizieren. Du kennst das aus anderen Videos, wir haben ja mal grundsätzlich unsere Körperhülle. Ne? Beim Außendiensttermin sage ich immer, wir schleppen unsere Körperhülle über die Türschwelle des Kunden und dann sagen wir, guten Tag, hier bin ich, let's go. Das ganze Thema heißt in der Überbegrifflichkeit Physiognomie. Also das ist alles, was wir erstmal darstellen. Das ist unsere Körperhaltung, das, was wir anhaben, so wie der erste Eindruck von uns ist. Schau mal, im Online-Meeting bist du ja wahrscheinlich hier irgendwo abgeschnitten. Maximal bis zum Bauchnabel sieht man dich. Und deswegen ist das Thema so wichtig, denn zur Physiognomie, also alles, was nonverbale Kommunikation ist, gehört ja auch der Einsatz von Händen und Armen, also dieses Gestikulieren. Und da gibt es Studien, die sagen, im Online-Meeting vielleicht das Gestikulieren ein Stück weit zurückfahren. Es sei denn, du hast einen großen Bildausschnitt. Ich kann mir ja auch ein Studio bauen für Online-Meetings, wo ich an einem Stehtisch mit meinem Kunden spreche. Das ist übrigens eine Empfehlung, weil du im Stehen eine andere Power auf deine Stimme lenkst. Das ist der zweite Punkt. Nur erstmal beim ersten geblieben. Schau einfach, dass du sehr stark mit deiner Mimik arbeitest, dass du lächelst, wenn es irgendwie was Schönes ist, dass du vielleicht auch sehr nachdenklich wirkst bei einer intensiven Frage, dass du einfach diese Emotionen auch in deinem Gesicht ausdrückst. Also sag deinem Gesicht kurz Bescheid, welche Emotion in deinem Gehirn gerade Platz findet und dann kannst du das auch zum Ausdruck bringen. Das ist Punkt 1. Zweiter Punkt, habe ich gerade schon vorweggenommen, ist die Stimme. Also wie arbeiten wir mit unserer Stimme im Online-Meeting genauso wie am Telefon, extrem wichtig. Es gibt perfekte Leitfäden und trotzdem viele unterschiedliche Ergebnisse, weil jeder anders seine Stimme einsetzt. Mal rede ich etwas schneller, vielleicht werde ich aber auch zurückgezogen, etwas langsamer, wenn es in die wichtigen Punkte oder in die wichtigen Fragestellungen, Thema Verbindlichkeit am Ende des Meetings gehen. Vielleicht gehe ich auch nochmal ausdrücklich nach oben, wenn es um den Nutzen des Kunden geht und so weiter und so fort. Und vor allem, wenn ich sage, Mensch, und wenn wir genau das in die Praxis umsetzen, lieber Kunde, können Sie sich dann vorstellen, dass wir zusammenkommen? Pause, Schweigen, ne? Schweigefuchs, das ist auch eine Modalität in deiner Stimme oder wie du mit deiner Stimme arbeitest. Und dann kommt der letzte Punkt und das ist die Sprache. Und in der Sprache gehen wir auf die Inhaltsebene, also das gesprochene Wort, alles was verbal kommuniziert in Verbindung mit der Stimme. Übrigens eine schöne Abhängigkeit, ne? Wenn du dich morgens irgendwie in die Dusche begibst, dir was Schönes anziehst, du fühlst dich gut, dann gehst du in dein Online-Meeting. Wenn du dich gut fühlst, wird sich das auf deine Stimme positiv auswirken. Übrigens, wenn deine Stimme positiv ist, wirst du merken, wie sich deine Sprache positiv verändert. Wenn deine Sprache positiv ist, hat es wiederum Auswirkungen auf die Stimme und das wiederum auf das, was du bist. Die bedingen sich alle gegenseitig. Und jetzt nehmen wir nochmal die Grundlagen der Kommunikation zu Hilfe, denn die lauten, wir wollen A, die Informationen, die wichtig sind, übermitteln, also Informationen austauschen mit unserem Gegenüber und wir wollen B, eine persönliche Beziehung aufbauen. Und jetzt ist doch die rhetorische Frage, persönliche Beziehung, mache ich das mehr über einen virtuellen Hintergrund oder mache ich das über mein Homeoffice-Setting, wo ich ein Stück weit von mir selbst preisgebe. Ganz klar, meine Meinung, da schiebe ich mal ein Stück weit nach oben und das hier so ein Stück runter. Immer erstmal das Homeoffice-Bild zeigen und ohne virtuellen Hintergrund arbeiten. Ich hatte gestern bei einem Kunden eine Schulung, da waren ungefähr 40 Leute, wo wir genau über dieses Thema gesprochen haben. Verkaufen über Microsoft Teams, wie funktioniert das und wie sollte das Setting aussehen?
Und dann war ich bei einem Teilnehmer sehr unsicher, denn er hatte einen virtuellen Hintergrund. Ich habe es aber nicht genau erkannt. Das war letztes Jahr im Sommer 2020 noch ein ganz anderes Thema. Schalte einfach mal den virtuellen Hintergrund ein und dann mach mal diese Bewegung vor deinem Bildschirm. Und dann siehst du, wie diese Pixel sich nachziehen. Heute ist das schon viel, viel besser. Microsoft Teams, Zoom, GoToWebinar, wie die alle heißen, ne? Die rüsten da echt auf. Das wird irgendwann so sein, dass du virtuelle Hintergründe nicht mehr von den richtigen Hintergründen unterscheiden kannst. Aber wie gesagt, nochmal, du gibst ein Stück weit von dir selber preis. Das muss nicht viel sein, ne? Du musst das nicht irgendwie an deiner Haustür aufbauen, damit man das ganze Leben von dir sieht. Nein, nur das Homeoffice und das ein bisschen schön gemacht. Und deswegen bin ich immer bei diesem Thema. Was solltest du da beachten? Weiße Flagge auf weißem Hintergrund, die ostfriesische Landesflagge andersrum, der weiße Adler auf weißem Hintergrund, kennst du vielleicht, mach es nicht. Also hier ist ja eine weiße Wand dahinter, ne? Wenn ich jetzt heute ein weißes Hemd an hätte, dann wäre das ein bisschen problematisch, weil es gibt verschiedene Studien, die das betrachten, wie nehmen unsere Kunden das wahr, wie nimmt der Gegenüber das wahr, und du verläufst dann einfach mit der Wand. Und unser Auge und damit unser Gehirn, die stehen unheimlich stark darauf, dass sie die Körpersilhouette abtrennen können von dem Hintergrund. Na, die wollen dich erkennen als Person, das ist das Thema Physiognomie. Und dann wollen die sehen, ah, das ist der Hintergrund, ah, da steht irgendwie eine schöne Tasse, ah, da ist eine Blume, da ist noch ein Bild, alles cool. Das sind aber alles Dinge, die nicht ablenken, weil du bist immer noch im Fokus, das ist das Thema. Wenn du so ein bisschen bildtechnisch, lichttechnisch oder auch mit dem Mikrofon nachrüsten willst, ich verspreche dir, das schaffst du alles für ein paar Euro, und auch irgendwie eine Wand schön zu streichen oder da vielleicht so ein, weiß ich nicht, Bücherregal eben dran zu machen, das ist alles eine schnelle Nummer, und das kann jeder sich schick machen, und dann hast du auch eine andere Gesprächssituation mit deinem Gegenüber. Deswegen ist meine Meinung ganz klar, zeig dein Homeoffice, wenn es nicht anders geht und wenn du unterwegs bist. Wenn du keine andere Möglichkeit hast, sind virtuelle Hintergründe absolut okay. Aber immer wenn wir die Situation haben, etwas zu zeigen, dann zeigen wir das auch, weil das kommt gut an. Wir wollen ja in diesen drei Bereichen kommunizieren. Und da wollen wir vor allem persönlich sein. Und authentisch sein. Authentisch, persönlich, zu guten Gesprächen, genau das wünsche ich dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns bald wieder, denn du abonnierst den Kanal. Bis dann, dein Robert. Ciao.